Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator, weiterhin hier mit Kami. Jo. So. Also 15 haben wir schon. Also jetzt ist 16. Was? 15, 16, hä? Folgen. So. So, ich bringe jetzt den kleinen Frontlader weg, weil mich und Kami es auch einfach mal interessiert, ob zwischen den beiden jetzt wirklich ein Unterschied ist oder nicht. Richtig. Das ist ein Grund, warum wir das nachgucken und ja, wir hoffen einfach, dass da wirklich jetzt mal ein Unterschied ist oder nicht. Weil dann könnten wir nämlich an unseren kleinen New Holland auf der Privatmap das nämlich auch ausprobieren, Kari. Wenn er das dann noch hebt. Nein, weil, das glaube ich hebt er nicht mehr. Weil jetzt ist ja wirklich das der Vorteil, dass er jetzt einfach alles hebt, ne? Also du kannst ja ruhig zwei Quaderballen nehmen oder zwei Rundballen und das Ding hebt, ne? Richtig. Jetzt bin ich gespannt, ob wirklich zwischen den beiden Frontladern wirklich ein Unterschied ist. Ich werde den jetzt gleich einfach da mal hinstellen. Ich werde jetzt den einen kaufen und dann stellen wir die beiden einfach mal nebeneinander und gucken mal, ob man so schon einen Unterschied sieht, ne? Richtig. Kannst mal hochkommen, wenn du willst. Dann können wir das auch mal vergleichen mit zwei Leuten mal gerade hier vergleichen. Interessieren würde es mich nämlich schon. Haben wir auch noch nie so wirklich drauf geachtet, ne? Nein, wir haben da noch nie drauf geachtet. Jetzt werden wahrscheinlich wieder manche sagen, boah, seid ihr dämlich, da ist kein Unterschied oder so. Ja, Leute, wenn man sich testet. Ja, irgendwas muss ja unterschiedlich sein, weil sonst gibt es ja keine zwei unterschiedliche. Das ist, der ist größer. Das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Häng den mal ab. Ja, ich wollte, aber ich bin zu dicht an den anderen rangefahren, weil ich wollte sie nebeneinander stellen. Und du bist draußen, dann kannst du nämlich gleich mal an Abhängen drücken. Warte, ich will dir mal ungefähr. So, häng mal ab. Guck dir mal den Unterschied an. Ich komme hier nicht mal raus. Siehst du das? Ja. Aber da sieht man ja schon den Unterschied, warte, oder? Setz mal zurück. Warte, ich fahr mal ein Stück weg, dass du siehst, welcher. Ja, hast ihn erwischt. So, jetzt hänge ich den hier mal an. So, hängst du mal an. Und jetzt guck dir das mal an, den Unterschied. Brauche ja nur daneben fahren, weil ich ihn jetzt nicht bewegt habe. Jetzt ist er genau auf derselben Höhe wie der andere, weißt du? Siehst du das? Ja, oder ist das in dem Sinne das gleiche? Nur der Unterschied ist halt, dass der viel größere Traktoren ist. Das kann vielleicht sein. Ich glaube, dass der auch höher geht. Guck mal. Siehst du das? Ja, müssen wir mal. Das sehen wir jetzt gleich. Das sehen wir. Verkaufst du den gerade, den einen? Naja. Einfach auf verkaufen. Weg ist er. Ah, das war der FZ30. Genau, und das hier ist nämlich Profiliner FZ60. Also, ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich Höhenunterschied ist. Kannst du mir wirklich gut vorstellen. Aber das werden wir jetzt sehen, wenn es dann so weit ist. Oder jetzt gleich sehen. Ich finde es auf jeden Fall schon interessant, wenn da wirklich ein Unterschied ist. Wir können vorher sagen, wir sind bis auf, konnten die letzten drei mussten wir nehmen. Ne? Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel hast du schon weggebracht? Das ist jetzt der dritte Hänger, ne? Das ist der dritte Hänger, ja. Was ich gesagt habe, keine 60 Stück. Aber hier liegt noch einiges. Mhm. 16, und? 32, 48. 48, jetzt gehen noch zwei Stück ab und dann habe ich noch zwei, vier Stück. Fünf Stück. Hinten ist noch eins aufgeploppt. Ja, fünf Stück, dann wären es 53. Ja, okay, man muss auch sagen. Ist okay. Ja, finde ich auch okay. Wenn du sagst, du machst den Wald dann noch weg, die Bäume da.
Dann kommst du locker auf den 60, weil wir einen Vorteil haben bei der anderen Map, wo wir spielen. Da mähen wir ja noch die eine andere Seite mit. Genau. Und das und da ganz nah am im Gebirge noch, ne? Ja. Also wir mähen ja immer über das Feld hinaus, ne? Genau. Es ist ein Unterschied. Ich werde jetzt das hier gerade wegladen. Stelle ich mich gleich, wenn Kabi mit einem neuen Haufen kommt, da mal vor. Auf jeden Fall jetzt erstmal wieder Geld machen. Gibt auf jeden Fall gutes Geld. Also ich bin schon mega zufrieden. Wir haben heute genau das geschafft, was wir wollten. Außer, dass wir bis jetzt noch nicht die Kühe haben. Ich habe jetzt mal auf einfach gestellt, weil der Preis bei 412 sich eingependelt hat. Ja. Schon bei 20.000. Und ich habe bis jetzt nur hier diesen einen, den du umgeschmissen hast, ne? Und ja, zwei von dem anderen Haufen. Habe ich entlad. Oder soll ich erst den einen da wegnehmen? Kann euch jetzt auch entladen. Ja, weil ich will mich da vorstellen. Ich will das jetzt sehen, wie... Ob da jetzt ein Unterschied ist oder nicht. Ich glaube nicht. Irgendwie glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass der wirklich für größere Traktoren nur ist, mehr nicht. Ein dummes Gefühl habe ich. Ich auch. Den einen nehmen wir noch und dann gucken wir mal. Auf dem Bild sieht er aber auch größer aus. Auch mal davon abgesehen. So, Kavi, dann lass uns mal gucken. Nein. Ah, du könntest so machen. Aber ich komme nicht zurückgefahren. Probier 3. Hä? Mit dem anderen ist es gar nicht möglich, ne? Nein. Es ist nicht viel. Ja. Wir bräuchten da irgendwie eine andere Zange, die ist scheiße. Nö, finde ich nicht. Nicht? Nö. Ist einfach nur Gefühl und nicht immer nur Vollgas geben. Ja, da, damit hast du es nicht so. Nö, bin nur fürs Grobe zuständig. Mal gucken, was wir machen. Auf jeden Fall Kohle ohne Ende. Und wenn der Preis hier nicht gut ist, Leute, aber wir wollen ja Gülle haben. Ich weiß, wir können das Zeug auch direkt in eine Scheune fahren, Leute. Aber wir wollen erstmal, solange wie hier der Preis gut ist, nehmen wir hier. Ganz einfach.
Weil, wo, wie ist der Preis in der Scheune? 146. Was? 346. Also schlechter. Also verkauft man hier, Leute. Ja, ist er so. Ja. So ist das. Also geldtechnisch ist auf jeden Fall gut. Also ich habe ja nochmal 8000 ausgegeben. Also... Also ich bin zufrieden. Haben wir schon 40.000. Ja. Ja, und wir haben uns halt echt schon viel gegönnt. Ja, heute haben wir richtig reingehauen in die Scheiße. Mach mal das weg von dir. Hast du? Sag mal, fahr das mal weg und das stelle ich wieder vorne hin, weil die unteren Ballen, die hat er genommen, glaube ich, hinten dann. Ne, der Upload. Nee, die sind zu tief. Das geht nicht. Nee, die unteren hat er alle weggenommen. Nein, hat er nicht. Er nimmt nur die oberen, die reingefallen sind. Er wird unten keinen nehmen. Glaub es mir doch einfach. Wirst du jetzt gleich sehen. Drück drauf und nichts genommen. Doch, einen hat er genommen. Ja, wow. Wird keinen nehmen, weil die müssen reinfallen. Das habe ich noch nicht so gepeilt, warum das da Ding ist. Was? War irgendeine andere Map auch, da konntest du auch noch was anderes in der BGA abladen, glaube ich, ne? Ja. Gibt ja auch Maps, die machen das so, dass du da was reinladen kannst. Also wenn du Silage hast, direkt, dann kannst du da ranfahren mit dem Hänger und kannst es dann direkt reinladen. Machen auch manche Map-Hersteller. Weil das ist, ja... Das so alles schon ziemlich okay. Du musst überlegen, was wir an Geld machen in so einer kurzen Zeit. Aber was ich scheiße finde, ist dann die Leute, die wo dann beigehen und sich da Förderbänder hinbauen bis zum Arsch winken. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist in der Sache. Ja, das geht dann halt denen wieder nur ums Tempo und Faulheit und... Aber ja... Ich lasse mir mit allen so viel Zeit und wir müssen auch fünffach eigentlich laufen lassen, Kavi, weil sonst wären unsere Felder nie fertig. Und diese paar Cent. Und ich muss sowieso schneller laufen lassen, weil die sonst gleich der Apparat voll ist. Echt? Ja. Oh. 31.000 drinnen. Ja, da war gerade 40.000 drin. Oh ja. Fülle haben wir jetzt schon. Na, nicht viel, ne? 5% gleich. Ja, 32.000 Liter. Okay. Reicht ja noch. Wir sind noch am Arbeiten. Ja. Gleich haben wir 35.000 Liter. Ey! Rotze. Bin ich jetzt nicht so schlimm. Gülle. Ja, auch ziemlich gut, dass wir Gülle kriegen. Und sonst die Felder, das Rasfeld düngen. In dem Sinne kostenlos. Und wenn wir zu viel Gülle haben, jetzt verkauft. Wieder eine Einnahmequelle. Ja, später machen wir das sowieso mit einem Radlader. Was? Wenn wir mal so weit sind. Hier so mit Silos voll machen und sowas. Ja, logisch. Jetzt nur hier so nebenbei uns noch ein bisschen pushen. Es werden jetzt 10 also Kühe. Das ist... Ja, dann kauf 10 Kühe schon mal. Haben wir kein Gras mehr, nix. Kauf 10 Kühe, bitte.
Was war haben, haben wir. Sicher, weil du wolltest ja einen Drescher. Ja, ich weiß halt nicht, so viel Kohle wird da glaube ich nicht bei rumkommen. Gut, ich habe jetzt noch einen ganzen Haufen. Jetzt warten wir mal ab. 80.000 könnten es wirklich sein. Ja, wir brauchen jetzt 280.000 oder nicht? Wir müssen ja auf 430.000 kommen. Ja, sonst muss man die Ernte drauf lassen und gleich wieder Gras machen. Das müssen wir halt beobachten. Keine Ahnung. Euer Drescher wäre schon ziemlich cool, aber wir brauchen das Teil auch noch in Reihe legen, das Richtige, was wir haben wollen. Ja. Und den Ziegler brauchen wir, um Heu herzustellen. Ohne Heu haben wir kein Kraftfutter. Also eigentlich noch viel wichtigere Sachen, als eigentlich den Mähdrescher zu kaufen. Wir haben auch nichts, was wir hergeben können noch an Fahrzeuge oder irgendwas. Wir können keinen Trecker verkaufen. Das macht keinen Sinn für uns, Kabi. Nein, nein, macht's auch nicht. Deswegen. Wenn wir jetzt noch einen Trecker verkaufen, Alter, dann steht einer von uns die ganze Zeit dämlich rum. Weil in dem Sinne müsstest du jetzt eigentlich schon wieder, wie heißt es, Grasfeld düngen. Stimmt, da. Ja, und ja, jetzt können wir gucken, dass wir noch mal Gras machen. Dann machen wir mal Hälfte Gras und Hälfte Heu oder so, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Oder was weiß ich, ein paar Bahnen Gras, ein paar Bahnen Heu und der Rest Silage. Dann nochmal Silage verkaufen. Eigentlich brauchst du nur. Wie viele Wagen hast du jetzt runtergekriegt? 3 und ein bisschen, ne? Ja. Also bräuchten wir eigentlich 16 Ballen Gras, 16 Ballen Heu. Ja. Der Rest die Lage. Eigentlich könnten wir aber auch beigehen und aufs. Eigentlich sollten wir beigehen und jetzt dieses Feld, was wir jetzt als nächstes machen, alles Heu machen, weil Heu können wir ja auch aus Silage machen. Dann haben wir da was von über und beim nächsten Mal machen wir dann alles Gras. Dann können wir uns ein paar Grasballen behalten. Verstehst du? Mhm. Und dann hätten wir auch Gras. Also man muss ja jetzt nicht alles auf einmal. Okay, wir können ja so noch kurz irgendwo ein Wiesen lang mähen lassen. 84.000. Wie viel hast du noch? 2 Ballen. 3 sogar noch. Wenn wir jetzt die Kühe noch zum Laufen kriegen würden, wäre schon cool. Ja. Du musst aber auch nicht immer alles sofort bei den Kühen reinmachen. Nein, nein, das nicht. Stroh liegt da, da brauche ich gleich nur eine Schaufel holen. So, dann kriegen sie ein bisschen Stroh. So, dann behalte ich. Ja, gut, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben jetzt alle Silageballen weggehauen. Hier liegen noch 2 Silageballen, die bringe ich jetzt hin zu den Kühen. Weil den Dingens können wir uns sowieso erstmal nicht leisten. Verstehst du, was ich meine? Ja, 2 reichen auch erstmal. Das sind in dem Sinne dann ja eh schon wieder. Das sind 8000. Fuhren. Das ja. Wären 8000 Silage. Das brauchst du ja gar nicht, weil ich glaube, ein Silage, ein Stroh, 2 Heuwands, ne? Nee, es geht nicht um den Futterwagen. Also. Du musst den Kühen so Silage geben, Kavi. Weil wir den Futterwagen uns erstmal noch gar nicht leisten können. Dann mache ich nämlich erstmal ohne Kraftfutter, sondern erstmal nur mit Silage. Verstehst du? Mhm. So, wir haben jetzt 85.000. Das Einzige, was wir jetzt von diesen 85.000 kaufen müssten, wäre eine Schippe, also eine Schaufel. Mhm. Und das Teil, dass wir Heu machen können. Das wäre das Einzigste, Kevin. Und von dem Rest Geld kannst du Kühe kaufen.
Also wenn ich jetzt P drücke, ich kaufe jetzt mal gerade eine Schaufel, weil die brauchen wir eh, wegen dem Stroh. Ist ja logisch. So. Hm. Haben wir noch eine andere. Das war die, okay. So, wir kaufen jetzt die Schaufel für 1400. Das ist ja lächerlich. So, gekauft. So, und dann brauchen wir den Striegler, den Zirkler. Und davon wollten wir den kaufen. Nee, warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Hier den von Kühn kaufen für 8,7 Meter. Für 16.000 kaufen. Ja, zack, fertig. So, und der Restgeld kann voll in die Kühe gehen. Wenn dann in dem Sinn 10 Kühe. Ja. Schon mal. Können wir die jetzt so kaufen? Ah, nee, da muss ich mich hinfahren und dann muss ich die kaufen, ne? Mhm. Ja, irgendwo muss man sich doch hinporten, oder? Ein Kühen kannst du dich hinten hinporten. Ja, ich kann nicht, weil ich nicht weiß, wie rum ich seppen muss. Achso, warte. Ich war jetzt gerade zu den Kühen so. Also. Ja, weil ja, du musst sowieso runter. Hä? Du musst ja sowieso dann mal runter, weil du sowieso den Zeter mitnehmen musst und so weiter und so weiter. Ja, ja, ich muss jetzt aber erstmal hochfahren, weil ich habe zwei Silageballen auf dem Garten. Ja, ja. Weil ich will denen dann gleich Silage geben und dann hole ich die Schaufel und dann kann ich den Kühen Gras, Stroh geben. Schisse, dann haben sie schon mal ein bisschen Produktion. Und die Schaufel lassen wir dann oben liegen, weil die brauchen wir sonst nirgendwo. Mhm. Und dann sollte das klappen. Ja, aber wir sagen erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.